Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge. Juhu! Oh, hallo. Ja, Penny rennt durchs Bild und räumt hier mal ein bisschen Müll weg. Das finde ich ihrerseits eine sehr schöne und angenehme Aktion, was sie hier macht. Ja, in der letzten Folge haben wir mit unserem allerliebsten süßen Typi hier, der sich jetzt gerade verpisst hat, danke schön für nix. Wir gehen dann auch mal. In der letzten Folge haben wir mit diesem netten jungen Herrn einen, ja, Techtelmechtel, kann man sagen, im Busch gehabt. Und, ja... Ne? Also der ist ja schon ein Sahneschnittchen. Ne? Also Penny versteht sich echt gut mit dem. Wir hatten ja, wie gesagt, unser erstes Techtelmechtel. Wir nehmen den einfach mal mit nach Hause und stellen den mal vor. Und das ist jetzt schon echt schön, finde ich. Weil Penny hat jetzt, glaube ich, wirklich mal so ihre große Liebe so ein bisschen gefunden. Und ich habe mir gedacht, um die 100 Baby-Challenge so ein bisschen beizubehalten, nehmen wir jetzt den Luke als unseren Angetrauten. Und kriegen aber trotzdem weiterhin Babys ohne Ende. Also das können wir ja trotzdem weiterhin machen. Das ist ja, finde ich, eigentlich ganz cool. Dann haben wir die 100 Baby-Challenge trotzdem noch. Haben aber unseren Partner. Das finde ich auch nicht schlecht. Und ja, Jutta ist von der Tagespflege zurückgekehrt. Das finde ich sehr schön. Ne? So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal, wir bieten ihm mal eine Rose an, weil wir sind der Bachelor, die Bachelorette und müssen uns jetzt natürlich erstmal ihm eine Runde weiterlassen. So, und dann gucken wir mal hier, der Horst zum Beispiel, der kann sich dem doch jetzt den ganzen mal hier vorstellen, weil ich möchte natürlich auch, dass die Kinder sich gut mit dem verstehen und nicht nur wir. So, dann kommt mal alle runter, ihr Süßen, freundlich vorstellen. Jetzt kommt erstmal so eine ganze Kinderschar auf den zugerannt. Der denkt sich wahrscheinlich auch, ach du Scheiße, es geht mir hier ab, ich muss hier weg. Freundlich vorstellen, Jutta kann sich noch nicht freundlich vorstellen. So. Sul, Sul. Ach, guck mal, wie süß. Wie süß das aussieht. Oh. Das sieht echt voll süß aus, wie sie jetzt alle hier stehen. Oh. Ja, also den Kindern scheint es zu gefallen, was sie hier sehen. Finde ich gut, finde ich gut. Sehr schön auf jeden Fall. Ja, die Kinder müssen sich natürlich auch mit ihm... Was war das denn? Die Kinder müssen sich natürlich auch mit ihm verstehen. Das will ich natürlich in erster Linie auch, weil sonst bringt das natürlich alles nichts. Der wird ja dann sozusagen der Ersatzpapi. War das jetzt angezickt? Ich weiß es nicht so richtig. Ja, sollen wir ihn einfach mal fragen, ob er einziehen möchte? Wir fragen ihn einfach mal. Wir funkeln ihn mal verrückt an und drücken mal unsere Bewunderung aus. Und dann, Heiratsantrag machen wir noch nicht. Warte mal. Oder warte mal, wir machen erstmal ein Baby, oder? Das machen wir jetzt mal als erstes. Penny war schon lange nicht mehr schwanger. Ich würde sagen, es wird wieder Zeit. So, los. Los, los. Hopp, 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 hoppi, galoppi. Jetzt haben wir hier die Mega-Hütte, ne? Der denkt sich wahrscheinlich auch, boah, Alter. Die muss so viele Kinder haben, dass sie so unglaublich viel Kindergeld bekommt, dass sie sich so eine Hütte hier leisten kann. Aber wir müssen natürlich, ne? Wir müssen Prioritäten setzen. Wir haben halt viel Geld, wir haben halt, wir sehen halt gut aus und wir müssen halt auch mal gucken, dass wir hier, eine schöne Luxushütte haben. Ach toll, jetzt bei Horst im Kinderzimmer. Das ist natürlich richtig nice. Tschüssi. Der läuft. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so aufziehen sollen, dass der jetzt direkt einzieht. Oder sollen wir es noch so aufziehen, so dass sie jetzt erst schwanger von ihm wird. Und dann, ich glaube, das machen wir so. Sie wird jetzt erst schwanger von ihm. Und dann ja, schickt sie ihn so weg, wie die anderen Männer auch. Und dann fällt ihr aber so auf, so während der Schwangerschaft. Es wäre vielleicht doch nicht so schlecht, wenn er hier wäre, weil sie ihn dann doch vermisst. Und dann laden wir ihn wieder ein und dann lassen wir ihn vielleicht dann auch einziehen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann haben wir so ein bisschen, ne, ihr wisst, was ich meine, ein bisschen die Story noch. Ja, scheint auf jeden Fall gut gewesen zu sein. So, jetzt mache ich mal eben einen Schwangerschaftstest. Wenn wir jetzt natürlich von dem nicht direkt schwanger sind, dann ist natürlich schlecht. Von allen anderen waren wir immer direkt schwanger. Was ist hier? Hey Horst, ich... Fände es toll, wenn du unserer Gruppe Abenteuergilde beitreten würdest. Ja, da sind wir doch dabei. So. Herrlich.
Glückwunsch, Horst wurde in die Gruppe Abenteuergilde aufgenommen. Sehr schön. So, dann machen wir mal einen Schwangerschaftstest. Geh raus, bitte, Kind. Das möchten wir nicht hier machen. Und? Und? Yay! Wir sind wieder schwanger. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Mit Luke plaudern. So, jetzt schicken wir den wieder weg, bitten zu gehen. Was macht er denn da? Er voll den Hüpfsprung. So. Wäre gut, wenn du wieder gehen würdest. Tschüss. Geht er jetzt? Sul-Sul, ja, er geht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, also wir sind wieder schwanger. Das finde ich auch schön. Und jetzt, ja, finde ich es ganz cool, wenn wir jetzt so langsam merken, dass wir in der Schwangerschaft, dass er uns doch fehlt und so, dass wir uns vielleicht doch verliebt haben in den guten Herren. Deswegen würde ich sagen, kochen wir uns jetzt erstmal irgendwas Leckeres und dann können wir gleich mal eine schöne, können wir gleich mal ein paar Leute hier einladen und mal eine schöne Party machen. Wir machen mal einen Brunch servieren und zwar machen wir Specksalat, Tomaten-Sandwich. Das hört sich sehr gut an. Da hätte ich jetzt auch irgendwie Bock drauf. Ich habe immer Bock darauf, was die Sims hier machen. Das ist irgendwie immer so lecker. Es ist einfach nur herrlich, wenn ich diese Gerichte hier höre. Wie sie immer da kocht, ne? Inmitten dieses Ding da. Oh, Kalingo. Kalingo. So, der Tee gammelt hier auch schon fleißig vor sich hin. Was ist eigentlich mit den Kids? Ach, die spielen hier draußen. Das ist ja süß. Die sollten vielleicht mal ihre Hausaufgaben machen. Zusatzaufgaben machen von mir aus auch. Was ist mit dir? Zusatzaufgaben machen. Mit dir. Er kann das nur in der Welt platzieren. Er kann gar nichts damit machen. Das ist auch interessant. Hausaufgaben abgeschlossen. Wahrscheinlich Zusatzaufgaben auch schon abgeschlossen. Auch. Ja gut, dann sind es ja nur noch die beiden, die da noch was machen müssen. Sie macht das jetzt schon. Das finde ich sehr gut. Und dann machen wir nachher mal eine schöne Kinderparty vielleicht sogar. Guck mal, der Horst, der wurde ja gerade in diese Abenteuergilde aufgenommen. Vielleicht können wir hier mal so eine Versammlung starten. Hier versammeln, Hasenbau. Nein! Oh no! Jetzt sind wir weggefahren. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Egal, machen wir das halt mal. Macht ja auch nichts. Macht ja auch nichts. Hasenbau, das ist also der Treffpunkt der Abenteuergilde. Das ist natürlich interessant. Ach, wie süß. Guck mal, wie süß ist sie denn? Kennenlernen. Oh, die ist ja süß. Das könnte Horstys Freundin werden. Über Lieblingstier unterhalten. Tag verschönern. Oh, die ist ja echt süß. Ich glaube, die lassen wir altern und dann lassen wir die mit Horst zusammenkommen. Die ist ja echt süß. Die finde ich ja richtig putzig. Oh, rumblödeln. Von Herzen kommendes Kompliment. Flirten können die ja noch nicht, ne? Ach, sie ist auch die Königin sogar der Abenteuergilde. Wir müssen sie vom Thron stoßen. Nein. Das wäre etwas gemein. So. Komm mal hier. Wir können ja hier ein bisschen spielen. Der ist auch süß. Der sieht ja aus wie Horst. Wie Willi. Nur in Blau. Finde ich gut. Komm, wir holen unsere anderen auch mal hier hin. Hierher bringen. Hierher bringen. Und hierher bringen. Dann können die nämlich auch mal hier ein bisschen mitspielen. Das finde ich cool. Weltraumforscher spielen. Weltraumforscher spielen. Weltraumforscher spielen. Sehr gut. Super Pito. Voll der Kindergeburtstag hier. Oh, die sind ja so süß, die beiden. Über Eltern beschweren. Von Süßigkeiten schwärmen. Schmutzigen Witz machen. Warum kann der einen schmutzigen Witz machen, hallo? Über Erwachsene lustig machen, das finde ich auch gut. Der Max sieht ja auch cool aus, ne? Der wäre vielleicht was für unsere Linnea. Weil mit ihrem Typ, mit dem Typ hier, der aussieht wie ihr Bruder, wäre jetzt auch nicht, ist jetzt nicht unbedingt so unser Ding. Freundlich vorstellen. Wir stellen uns mal den Max freundlich vor. Guck mal, dann suchen wir schon die zukünftigen unserer Kinder hier mal aus. Das finde ich auch nicht schlecht. Das können wir echt mal machen. So. Dann komm.
für eine Stimme hat, so süß. Sina! Spitzbübisch verdrängen. Über Abenteuergilde reden. Motortipps geben. Lieblingstier reden. Insiderwitz. Witze über Popel machen. Sehr toll. Über Spielzeug reden. Wie süß das hier aussieht. Ich kann gar nichts sagen, weil es einfach so putzig aussieht, wie die alle so stehen und spielen und so. Das finde ich voll cool. Finde ich echt voll cool. Macht mir voll Spaß. Finde ich schön. Dass wir jetzt endlich mal so auch mal was mit den Kindern machen, ne? Dann können wir auch die Kinder besser kennenlernen und so. Keine Haar. Zur falschen Party einladen. Ah, ne, das ist gemein. Das machen wir nicht. Wir machen, entschuldigen. Das machen wir mal. Und dann Comicfiguren zitieren. Rumblödeln. Jemanden parodieren. Über Abenteuergilde reden. Sehr schön. Was macht unser Horsti denn? Der sieht die ganze Zeit so aus, wenn der irgendwie nicht wüsste, was er machen soll. Tag verschönern. Über Abenteuergilde reden. Über Spielzeug reden. Ach, wie süß. Wie lieb das aussieht. Wie hier einfach alle stehen und spielen. Das finde ich voll toll. Ach, da muss ich doch direkt mal Fotos von machen. Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn wir auch mal mehr mit den Kindern machen. Und wie ihr findet, wenn unsere Linnea Aurora mit dem Max hier zusammenkommt. Und unser Horsti mit dieser süßen kleinen Maus hier. Wie heißt sie eigentlich? Elsa. Oh, Elsa, wie die Eiskönigin. Oh, guck mal, sie hat sogar so Haare. Sie hat so Haare und sie hat sogar ihre Augenfarbe. Oh mein Gott, das kann doch kein Zufall sein. Das ist Schicksal. Das ist echt voll schön. Unter der Leitung von Elsa Birksen wird die Gruppe Abenteuergilde... Keine Ahnung. Ich bin der Leiter der Gruppe Abenteuergilde. Ich finde das großartig. Sehr gut, sehr gut. Können wir hier noch welche hinzufügen? Guck mal, dann nehmen wir noch den Willi hinzu und die Linnea Aurora hinzu. Und Gruppenvorteile kaufen können wir auch schon, oder? Nee, können wir noch nicht. Okay, was sind denn hier die Gruppeninteraktionen? Im Schrank spielen, auf Spielplatzgeräten spielen. Okay, das können wir ja machen. Das gehört ja auch zu Spielplatzgeräten, oder? Guck mal, hier kann auch jemand dran spielen, zusammenspielen. Sehr gut. Guck mal, was ist das hier eigentlich? Sind das immer Penner? Ja, oder? Die haben immer dieses gefleckte T-Shirt an und schlafen in Parks auf Bänken. Das ist doch komisch. Wir kriegen auf jeden Fall Gruppenvorteilspunkte, indem wir das machen, wie ihr seht. Indem wir hier auf diesen Dingern spielen. Cool, guck mal, wie er da oben drauf sitzt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ach, das sind die coolen Kids, wisst ihr? Das sind die coolen Kids, die da oben dann so dran stehen können. Das sind voll die coolen. Ah, das finde ich voll toll. Wir sollten viel mehr mit Kindern machen. Warum haben wir das noch nie? Wir haben so viele Kinder schon zur Welt gebracht, aber haben das noch nicht einmal gemacht. Das finde ich ja witzig. Hui. Finde ich voll schön. Echt. Ich habe jetzt bestimmt 100 Mal gesagt, wie schön ich das finde, aber ich finde es echt voll schön. Wir brauchen 250 Gruppenpunkte, um, dass wir hier unsere süße Michelle noch dazu packen können, weil die fehlt natürlich auch, die muss natürlich auch noch mit rein. Aber das finde ich schon gut. Linnea Aurora und hier der Max, der Rebell, ne, das ist so ein bisschen so, ne, das passt nicht irgendwie so ganz, ne. Und dann, guck mal, dann kann sich unsere Michelle, die kann sich den hier nämlich nehmen. Die kann sich dann dem, wie heißt der? Lukas. Den Lukas Munch nehmen. Ne, das finde ich nämlich voll süß, weil die beiden passen so optisch eigentlich gar nicht zusammen, weil Michelle würde eigentlich besser zu Max passen. Aber das finde ich irgendwie gerade das Süße. Das finde ich ist eine gute Idee. Ne, also Michelle und Lukas, Max und Linnea Aurora und unser süßer Horst und die Elsa. Das finde ich irgendwie richtig süß. Und diese Kombi gefällt mir gut. Das machen wir so auf jeden Fall. Dann müssen wir gucken, dass wir die auch alle gleichzeitig altern lassen. Da könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wann ihr so eine Alterung gerne möchtet. Ob wir das schon in der nächsten Folge... Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir es noch nicht. Aber wir machen es dann vielleicht in der übernächsten Folge. So, genug Gruppenvorteilspunkte haben wir jetzt. Jetzt können wir auch hier das machen. Ja. Und zwar das hier. Kapazität erweitern. Um 7. Ach, habe ich jetzt. Okay, cool. So, dann können wir jetzt nämlich noch unsere süße Michelle dazu packen. Sehr gut. Sehr gut. Dann sind wir jetzt eine coole Gruppe. Also, Michelle, Lukas, Linnea Aurora, Max
Horst und Elsa und Willi, für den suchen wir dann noch eine. Dann müssen wir dann gucken, dass wir noch einen Sim dazu bekommen, einen Kindersim. Der hier ist ja auch noch nirgendwo drin, ne? Alexa, ach, das ist auch ein Mädchen, die sieht aber scheiße aus. Ne, die wollen wir nicht. Darwin North. So, jetzt haben wir es aber auch schon. Ja, wir haben Sonntag, da können wir ruhig mal ein bisschen länger spielen. Das ist kein Problem. Das können wir ruhig mal machen. Dann können wir Michelle und den hier noch ein bisschen sich anfreunden lassen. Weil die kennen sich jetzt kaum. Über Spielzeug reden, Witze über Comics machen, Komplimenten, kennenlernen. Über Abenteuergilde, von Herzen kommendes Kompliment, Tag verschönern. Ach ja. Ich habe mich schon ein bisschen an Horst und Michelle und Linnea und Willi gewöhnt. Ne? Also die drei, vier will ich eigentlich gar nicht mehr abgeben. Die sind so süß und knuddelig. Die will ich gar nicht, dass die irgendwie ausziehen und dann woanders hinkommen oder so. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ich liebe die so sehr. Ich finde die irgendwie so süß. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, auf wen von den Vieren ihr am besten verzichten könntet. Oder ob ihr auf gar keinen verzichten möchtet oder... ja, wen ihr doof findet vielleicht sogar von den vier Kindern hier. So, und jetzt sollten wir vielleicht gleich wirklich mal nach Hause gehen, weil jetzt ist es gleich schon spät, sonst macht sich die gute Penny nachher noch Sorgen und weiß nicht, wo ihre Kinder bleiben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Witze über Schwule machen. So, und über Interessen reden. Das machen wir noch. Und dann gehen wir nach Hause. Dann ist es auch schon 6 Uhr und dann sollten wir vielleicht wirklich nach Hause gehen, damit wir auch ins Bettchen kommen. So, sehr gut. Und dann geht's jetzt ab nach Hause. Wir wohnen hier in Newcrest. So, hier wohnen wir. Genau, da reisen wir jetzt auch hin. Ach ja, komm, nehmen wir die doch alle mit. Scheiß drauf. Wenn die noch nicht so früh nach Hause müssen, dann können die gerne mitkommen. Ist ja kein Thema. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch gleich mal pennen gehen, damit die nämlich auch alle morgen für die Schule fit sind. Weil wir wollen ja jetzt auch, dass die Noten sich ein bisschen verbessern und dass die nicht mehr ganz so schlecht sind, wie die mal waren. Wir haben uns ja mal benommen wie eine Rabenmutter, aber das nimmt ja jetzt endlich ein Ende. Penny hat sich ja jetzt langsam so gefangen. Noch nicht ganz, aber so langsam. Und deswegen wollen wir dann natürlich auch ein bisschen was machen. Und dann wollen wir mal gucken, auch wie die Noten allgemein so stehen. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. So, da sind wir wieder. Jetzt gucke ich mal eben, wie stehen die Noten hier. Was ist denn? Zweier-Grundschülerin. Zweier. Einser-Grundschülerin, sehr gut. Dreier, das könnte besser sein. Und Dreier, das könnte auch besser sein. Hier, unser kleines Prinzesschen ist auf jeden Fall... Ach, cool, wie süß die hier alle reinlaufen. Ach, wie Gott, wie süß. Oh, das sieht ja süß aus. Wie die alle reinkommen. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Oder hat Durst, oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kenne das. Ehrlich gesagt habe ich das Lied, in 50% der Fällen singe ich das falsch. So, ja, ist klar, Alte. Du kannst jetzt mal runterkommen, denn du kannst jetzt mal auch ins Bettchen gehen. Du bist bestimmt, ach nee, du bist ja relativ fit, das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Ja, dann komm doch mal runter. Sorry. Dann kannst du mal bitte was zu essen kochen. Und zwar... Tyler ist toll. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Hä? Tyler ist toll? Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Was für ein Tyler? Was für ein Tyler? Ach, der Tyler. Ja, schön. Hättest mir auch schreiben können, dass du froh bist, dass wir uns kennengelernt haben. Aber ist okay. Du kannst natürlich mir auch sagen, dass du froh bist, dass der und du sich kennengelernt hast. Pasta Primavera. Gourmet-Obstkuchen. Wir machen mal Knoblauchnudeln. Knoblauchnudeln, das ist doch was für jedes Kind. Und dann würde ich sagen, ich habe gehört, dass an den Party... Ja, ich würde sagen, da gehen wir doch gleich einfach direkt mal mit. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen, wie immer. Und lasst mir noch einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst.